Hallo, hallo, Siostok. Ich habe euch hier diese wundervolle Figuren mitgebracht, ein Weihnachtsengel und Mutter Maria. Denn heute legen wir auf für die Liebe. Wir gehen auch mit den großen Schritten jetzt auf, ja, auf Weihnachten zu. Und heute schauen wir an dem heutigen Portaltag, schauen wir auch wirklich, also wie gesagt, Sturm der Liebe, für was erwartet, dich jetzt in der Liebe? Und ich habe hier dazu diese wundervolle Lenormand-Karten mitgebracht und wir lassen uns führen, ja? Also in der Liebe erwarten dich, also in naher Zukunft, Nachrichten. Das bedeutet, dass du vielleicht auch wirklich schon seit längerem wirklich auf Nachrichten wartest. Vielleicht hast du auch einen Herzensmenschen. Vielleicht wartest du auch auf eine Veränderung. Vielleicht hast du auch irgendwelche Hindernisse gehabt in dieser Liebe, was so blockiert war. Und da wirst du jetzt eine Veränderung erfahren und du wirst hier auch wirklich, dein Wunsch geht in Erfüllung. Also ich nehme hier die Wunscherfüllung wahr. Also das zeigt sich in erster Linie schon mal. Denn du wirst hier objektive Lösungen finden oder es ebnen sich dir Lösungen auch auf diesem Weg. Also der Schlüssel ist immer für die Lösungen gedacht. Und es wird sich alles entwickeln und du wirst auch den Erfolg hier in der Liebe haben. Also ich habe das Gefühl, dass du in der Stabilität gehen wirst in diese Liebe. Diese Liebe wird jetzt stabiler sein und es kehrt auch wieder Harmonie hinein. Also der Harmonie symbolisiert hier auch wirklich, ja, dass das also wirklich super gut sich entwickelt und auch vielleicht auch die Sexualität, da ist die Zärtlichkeiten jetzt auch über die Feiertage, da ist aber auch so eine freundschaftliche Liebe, das nehme ich jetzt hier wahr und ich sehe die Spiritualität und das Glück, das hier auch wirklich eine Rolle spielt, also hier mit diesem Herzensmenschen, dass es hier wirklich eine Rolle spielt. Ein Herzensmensch, der hier für dich eine große Rolle spielt. Vielleicht gab es da auch viel Negatives. Vielleicht gab es auch Streit oder viel Negatives. Da war vielleicht auch eine große Schauspiel, eine große Theater zwischen euch. Aber trotzdem sind jetzt die Veränderungen möglich. Und da empfehle ich dir wirklich an diesem Portal, Energiekreis teilzunehmen, denn dann unterstütze ich gerade dabei energetisch mit Reiki Großgrade und Lichtgrade, damit etwas in der Heilung gehen kann und es sind auch Nachrichten unterwegs zu dir, also auch von diesem Herzensmenschen und also er kommt zunehmend in seine Kraft, in seine Stärke, ja. Denn vielleicht konnte er dir gar nicht schreiben, aber durch diese Veränderung kommt die Weisheit hervor bei ihm. Und vielleicht hat er auch zu viele Pflichten gehabt, also zu viele Pflichten, zu viel in seinem Kopf gewesen, zu viel. Solche Dinge spielen hier wirklich eine Rolle. Und ich sehe jetzt hier schon, also den Erfolg, der Erfolg spielt hier auch eine Rolle. Also es wird gut sein, ein gutes Ende haben. Familie und Zuverlässigkeit zeigt sich auch hier. Das symbolisiert jetzt hier für mich also wirklich den Ausdauer. Also bleibe dran, habe Ausdauer, es fügt sich alles. Und es wird kurzfristige Änderungen für dich geben. Also Sturm in der Liebe wird kurzfristige Änderungen für dich bringen und zwar öffentlich und es wird auch die Dauerstabilität bei euch wieder hergestellt. Also Dauerstabilität ist für mich wirklich, dass das jetzt seit längerer Zeit auch von dir offiziell gewünscht ist, diese Stabilität und diese Unsicherheiten, die noch da sind, können sich dadurch auflösen.
Ich habe das Gefühl, dass dieses Katz-und-Maus-Spiel jetzt endlich ein Ende haben wird bei euch und es steht einem Neuanfang nichts mehr im Wege. Also Neuanfang steht nichts mehr im Wege, das heißt, also endlich ist es soweit, es kommt was in der Bewegung, also die Energien sind auch gut, also wie gesagt, wir gehen jetzt auch wirklich, also langsam neigt sich das Jahr zu Ende und also wird rechtzeitig Hilfe, rechtzeitig Heilung hier stattfinden. Die Rauhnächte empfehle ich dir auch. Und du wirst das ernten, was du gesät hast. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, Reichtum und Gewinn sind hier. Auf jeden Fall zeigt sich das für mit dem Neubeginn. Also es wird eine gute Energie sein. Ja? Und ja, es ist jetzt die Pause, dass du jetzt auch bei Rauhnächte, wie gesagt, also du schaust in dich hinein. Du kannst also mehr den Fokus auf dich selber richten, auf deine Schönheit, auf deine Harmonie, auf deine Zufriedenheit. Und ja, du wirst dieses höchste Niveau dadurch auch erreichen. Und ich sehe das, dass du deine Intuition auch folgen kannst, dass du deine Intuition vertrauen kannst. Und es geht wirklich ein Zyklus endlich zu Ende. Vielleicht, wenn du auch unzufrieden warst oder in deinem Leben viele Dinge sich so entwickelt haben, dann geht jetzt wirklich ein Zyklus für dich zu Ende, auch in der Liebe. Sei diplomatisch, raten dir die Karten und ärgere dich nicht. Sei diplomatisch und ja, da steht auch dem Glück in der Liebe nichts mehr im Weg. Und auch diese Verletzungen können jetzt endlich heilen. Und also es geht darum, die Zerstörung hat hier auch ein Ende. Und definitiv ist eine Beendigung. Und definitiv ist ja, die Großzügigkeit, die Macht da. Und es kommen Nachrichten, und zwar neue Nachrichten, und du hast die Wahl. Du kannst wählen, was möchtest du empfangen, wie soll das denn auch für dich weitergehen. Das ist so dein Schicksal, nehme dein Schicksal an, und das ist so dein Hinrichtungsurteil. Also das heißt, das ist schon eine beschlossene Sache. Manchmal kann man auch wirklich nicht manchmal, sondern man kann nicht vom Schicksal weglaufen. Und schau mal, es geht darum, bleibe in Liebe, bleibe im Vertrauen und lass diese Verlustgedanken los. Es geht hier rein um dich, um deine Energie und auch dieses, was jetzt hier gekränkelt hat, auf jeden Fall, dieser Kampf. Vielleicht hast du auch mit dir einen Kampf geführt, und Kampf geflochten, erleuchte dich und komm auch wirklich aus diese Gefühl vielleicht auch ja, über materielle Werte heraus. Und ich habe das Gefühl, dass sie dieses Glück in der Ewigkeit liegt und in der Festigkeit eurer Partnerschaft. Also Sturm in der Liebe ist schon Wahnsinn. Ich ziehe jetzt für dich auch noch eine Karte und ich bin jetzt mal gespannt, was die Karte dir sagen möchte. So, die Karte möchte dir auch sagen, dass du deinen Fokus darauf richtest, deine Aufmerksamkeit auf deine Gesundheit, Erfüllung, Liebe und Freude, alles, was dir Freude und Spaß macht, das sagen dir die Karten. Ich unterstütze dich sehr gerne, wie gesagt, mit dem Portal Energiekreis, wenn du noch gerne dabei sein möchtest bei dem ja, bei den Rauhnächten, dann schnell sicher dir noch einen Platz. Also unter dem Video findest du auch den Beitrag dazu. Ich freue mich total auf dich, sage Dankeschön und bis bald.